denke, das wird sich schon so etablieren. Und schwemmfrei! Es regnet. So. Nachdem es aber regnet, gucken wir mal so ins Wasser rein. Ja, irgendwie ist das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die Moränen müssen sich ja sicher noch einleben und so. Aber die. Nee, oh, das ist nur noch total alt. Oh, hallo. Schön, dass es euch gut geht. Aber ihr müsst auf eure eigenen Bewegungen achten. Schade, die bewegen sich nicht real. Wahrscheinlich waren das andere Haie. Solche Hochseehaie waren es, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Oh mein Gott, mein Zoo ist so stark angestiegen, dass ich schon wieder Fossilien aus der ausgraben kann. Jetzt haben wir ein Aquarium, wo man hier außen nicht sehen kann. Da gebe ich euch mal einen Tipp. Wenn ihr was sehen wollt, dann schmeißt einfach dieses Licht da rein. Ist jetzt drin. Ja. Ist drin. Trotzdem sehe ich nichts. Aber wenn man jetzt hier reingeht, dann sieht man sogar noch ein bisschen mehr Licht. Das ist übrigens die perfekte Methode, um durchflutetes Licht Aquarium zu machen. Und die Moräne hier, die fühlt sich auch wohl. Ach, ich hasse es, wie die Haie sich bewegen. Ich wünschte, die würden das Expansion Pack rausbringen, wo man das sieht, wie die Haie sich real bewegen. Da bewegen sie sich nämlich nicht mehr so schnell. So. Das sind aber die. Sch Ja, willkommen im Erwachsenenalter, du Sau. Ging ja doch ziemlich schnell bei dir. Und du schrubbst dich am Baum. Warum geht es bei euch nicht so schnell? Antwortet mir. Antwortet. Scheinbar, weil sie einfach nur schneller altern. Ich meine, das sind nicht mal die Originaltiere. Das sind einfach irgendwelche Klone. Und die Klone, die fühlen sich eben so auf ihre eigene Weise wohl und. Oh. Und der beste Zoo der Welt, der entwickelt sich allmählich zum besten Zoo der Welt. Wir haben auch inzwischen wieder neue Fossilien. Wie wir gesehen haben, jetzt kommt plötzlich gar nichts mehr. Wir haben. Ja, hier. Ich habe noch nie ein. Ey, ich muss wirklich zugeben, ich habe noch nie ein 4-Sterne-Zoo gemacht, der mir angeboten hat, einen ganzen Tyrannosaurus Rex zusammenzusetzen. Das Puzzle mache ich gerade das erste Mal. Aber ich weiß, wie ein Tyrannosaurus Rex aussieht, deswegen kann ich das auch so machen. Irgendwas Spaß. Oh, scheiß drauf. Ich kümmere mich erstmal um das, was ja alles noch so dran ist. Läuft gut, läuft gut. Ja.
kann nur da oben sein. Nee, das ist Fuß. Nee, das ist kein Fuß. Was ist das? Was ist das? Ein Teil. Oh, das war da. Kann ich die... Hä? Ist das auf? Das ist bei. Ne. Aha. Ah. Okay, ich weiß, was es ist. Das war die Hacke, okay. Die Ferse, die Verse, Ferse. Die Ferse, die Achillesferse. Der Hals. Was? Das muss ich mal ansehen. Der Schädel. Der sieht aus, als hätte man zwischen Schnauze und Kopf freiwillig ein paar Teile vergessen, damit das unakkurat aussieht. Abgesehen davon stimmt alles. Sieht ja scheiße aus. Drücken Sie Leertaste. Nein! Ich habe die Seiten vertauscht. Nein, ich habe die Seite falsch gemacht. Es ist so klein. Wo setzen wir das hin? Warum ist unsere Moräne gestrandet? Die Tiere stranden. Oh nein, es stranden die alle. Das ist doch nicht wahr. Warum? Deswegen halte ich mir in diesem Spiel nie gerne Fische. Weil diese Tiere immer bei jedem Scheiß stranden. Und die tun einem einfach nur leid. Sie haben nicht mal die Gelegenheit, richtig zu werden. Okay.
Nein! So, dann gehe ich jetzt wieder dahin. Was, das kann man nicht machen. Wir haben ein hundertprozentiges. Mö, mö. Also, was haben wir jetzt? Wir haben hier ein Männchen. Wir haben ein Weibchen und ein Weibchen. Wisst ihr was? Ich denke, das geht. Ich denke, das geht. Also machen wir jetzt hier das Gehege. Was ist das? Ein Laubwald. Willkommen in Tasmanien, das Land der Laubwälder. Da gibt es nämlich keine Regenwälder. Nein. Das brauchen wir alles nicht. Deswegen verfüttern wir auch nur Eintagsküken und Wasser. Und tun trotzdem ein paar Pflanzen hin. Damit es zumindest ein bisschen heimisch aussieht. Auch wenn ich nicht glaube, dass in Tasmanien solche Pflanzen wachsen. Hier. Genauso wie die Bäume, nicht Bäume. Besoffen? So, jetzt das ist das größte Tier, das ist das kleinste, das ist das kleinste. Ich hoffe, sie machen Kinder. Oh, es hält jetzt höchst. Die sind so klein und flach. Aber ich hatte auch schon mal einen Einbruch von Beutelwölfen. Obwohl ich mal Viere hatte, gab es dann plötzlich auch keine mehr. Aber das war ein anderes Beutelwolf-Modell. Die basierten dann auch auf richtigen Wölfen von der Basis und so. Die hier, die basieren ja auf die Basis von einem Programmierer namens Hendrix. Leider wollte der nicht mehr für Zoo Tycoon, beziehungsweise hatte selber nichts mehr. Aber das, was hier hinterlassen wurde, mit den kleinen quirligen Rackern, ist zu sagen sein Schwanengesang, bevor er ging. Das war sein Abschiedsgeschenk. Der hat sie nämlich jetzt schnell sozusagen in das alte Beutelwolf-Modell reingemacht und sie dann veröffentlicht. Das einzige Schlechte darin ist, also der einzige Wermutstropfen ist, er hatte sogar Costume-Animations dafür gemacht. Doch diese haben es leider nicht in Zoo Tycoon geschafft. Dafür werden die jetzt für wissenschaftliche Zwecke in einem Museum verwendet. Was bedeutet, dass diese Beutelwölfe jetzt hier zwar sozusagen halb fertig sind, aber als komplett fertiges Exemplar mit eigenen Animationen und allem drum und dran sind sie jetzt nur in diesem Museum. Museumsbeispiel. Schade. Aber so ist das Leben. Wenn dir ein Museum Angebot macht, nimm es an. So, werde ich einfach mal gucken. Vielleicht wäre es auch manchmal besser, wenn ich keine Tiere mehr hätte. Ich meine,
Ich liebe meine Zebras, ich liebe meine anderen Tiere, aber sie treiben gerade die Dinge hier an die Grenzen. Was nicht viel sein dürfte. Wie jetzt? Ich hab doch schon. Noch ein T-Rex? Das muss ich mir ansehen. Riesenfaultier. Amerikanisches Mastodon. Sizilianischer Zwergelef. Elefanten, Vogel, Velociraptor, das ist noch ein Tier. Oh nein! Jetzt merke ich das erst. Oh, das meint ihr nicht ernst. Das Exemplar, was ich vorhin zusammengewürfelt habe, das war. Oh, ich weiß, welches Exemplar das ist. Deswegen sieht das so kacke aus. Weil, als Dinosaurier-rechte Giganten rauskamen, waren alle enttäuscht von dem Tyrannosaurus Rex, der da zu sehen war. Damals fand ich den am realistischsten, aber damals war ich noch ein Kind. Und als Kind schert man sich nicht über Anatomien, man sieht einfach das und findet es geil. Wenn man aber rausfindet, dass das Tyrannosaurus-Modell nicht mal annähernd realistisch ist anhand der Proportionen, dann ist es nicht mehr so geil. Ist aber zwei Tyrannosaurier. Irgendwie ah ja. Mein Reflex macht sich immer nach unten. Ich hasse es. Oh, langsam. Oh ja. Das ist der. Das ist auch noch ein Mädchen. Jetzt habe ich Tyrannosaurus Rex erschaffen, ohne es zu wollen. Aber bei dem hier jetzt. Bei dem hier jetzt. Doch sie brauchen großes Gehege. Aber dieses Exemplar hier, das ist das Beste von allen. Nee, 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 So, was gibt's denn eigentlich noch? Oh, mein nächstes Video ist fast fertig. Das ist gut. Riesiges fettes Dringsbums von Fleisch. So.
Dann gibt es allerdings noch Hirschgeweih und Schinken. Ich hoffe, er tut sich daran glücklich. Ein paar Echsen. Das Einzige, was ich an den Modellheben schade finde, ist vor allem, die hätten ja das Jungtiermodell nehmen können. Stattdessen ist es eine schwimmende Kopie der Eltern. Warum schwimmen die? Das habe ich nie kapiert und es wurde nie beseitigt. Ein schwimmender Tyrannosaurus Rex an der Wasseroberfläche. Ich glaube, ich weiß wieder, warum ich die nicht gern halte. Die schwimmen ja zu viel. Aber bald wird sie erwachsen sein und ein Gigant. Dann wird sie Kinder machen. Ich glaube, ich weiß ich nicht. Aber die machen dann auf spezielle Weise Kinder. So wie sie es eben in der Natur machen würden. Aber abgesehen davon hoffe ich immer nie auf Erfolg. Ich sag so, das Kind sieht gut aus. Es sieht ohne Scheiß wirklich sehr gut aus. Aber dass es schwimmt, ist furchtbar. Und dass man sich daran nicht mal ransetzt, das zu beheben, das ist enttäuschend. Ey, warum ist mein Spitzbein so unträchtig? War das schon erwachsen? Oh, sind sie erst Erwachsene geworden? Okay. Auch nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Darf ich mal sagen, die Schweine sind mir ein bisschen zu schnell. Ich habe kaum noch Frames. Das Spiel nicht abstürzt, das stellt mich vor ein Riesenrätsel, aber joa, sei es drum. Sobald ich mich noch so ein bisschen wegbewege, habe ich dann wieder konstante 22, 25. Boah, was für ein Schädel der hat. Ich glaube, ich nehme irgendwann mal den Gameplay von Zoo Tycoon noch mal neu auf. Hab mir schon überlegt, ob ich ein neues Spiel anfange. Wenn das irgendwie geht. Weil ich habe jetzt bessere Qualität. Zwar nicht unbedingt jetzt bei Dings, aber. Warum schmeißt du den Knochen weg, du blödes Kind? Du sollst doch einfach nur zu diesem Ding reinnehmen. Wo ist denn das Ding? Ja, da oben. Da ist es. Schmeißt einfach den scheiß Knochen weg und es das heißt, du hast die Arbeit an uns Vergnügen, wenn ihr das Fossil vollständig habt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber nicht zum Spielplatz rennen, den Knochen wegwerfen, dann nicht mehr tun. So geht das nicht. Sag ich, nee. So ist es nicht, so geht's nicht. Deswegen sind Kinder doof. Die haben kein Gespür für irgendwelche fossilen Teile, um sich irgendwas zu holen, was in dem Fall ziemlich gut aussieht. Jedenfalls digitale Kinder.